bin ein Geist. Ich bin so gruselig. Warte, was ist das für ein Geräusch? Ah, nein! Puh. Alter, was ist denn zwei Beutel gewechselt? Hier stinkt's wie Sau. Mamma mia! Ich bin ein Geist. Denn heute werfen wir einen Blick auf das Horrorspiel schlechthin, Luigi's Mansion. Okay, nein. Luigi's Mansion ist alles nur kein gruseliges Horrorspiel. Es sei denn, ihr findet sowas hier furchteinflößend. Jesus Christus, hinfort mit dir, du abscheuliche Bestie! Nein, es ist ein sehr eigenes Spiel, was sich wirklich mit keinem anderen Videospiel so gut vergleichen könnte. Also, ich würde behaupten, dass besonders vor dem Release von Luigi's Mansion es nie wirklich ein Spiel dieser Art gegeben hat. Unter anderem deswegen war es von Nintendo ein verdammt riskanter Move, ihre damalige neue Konsole, den Nintendo GameCube, mit dem kleinen Spielchen hier auf den Markt bringen zu wollen. Und nicht mit Super Mario Sunshine, denn Mario Sunshine kam wirklich erst ein ganzes Jahr später. Aber hey, wer damals Luigi's Mansion nicht wollte, konnte sich Wave Race für den GameCube kaufen. Sorry, aber keine Sau juckt sich für Wave Race. Ich meine, vergleich das mal mit dem Release der Vorgängerkonsole. Du holst dir die N64 mit Mario 64, spielst los und bist so... Boah, was? Junge, drei große Bestie Dinon. Warte, die Fische schwimmen tatsächlich von Mario weg? Ich kann Videospiele und Realität quasi gar nicht mehr unterscheiden. Und dann holst du dir eine GameCube, gönnst dir Luigi's Mansion, spielst los und bist so... Springt er nicht? Er soll doch springen! Warum sagt er immer nur seinen eigenen Namen? Ja, das Spiel hat damals einige Leute abgeschreckt. Das kann man unter anderem dem Ort entnehmen, wo es die absolut qualitativ hochwertigsten und absolut akkuratesten Reviews auf dem ganzen Planeten gibt. Amazon-Kundenrezension. Ein Stern. Enttäuschend. Von einem Kunde. Ich bin wirklich von dem Spiel sehr enttäuscht. Habe mir das so ähnlich wie Mario 64 auf Nintendo 64 vorgestellt, aber nichts dergleichen. Total langweilig. Immer dasselbe. Ich war ein begeisterter Nintendo 64-Fan. Da waren so viele Spiele einfach toll, ideenreich und vor allem nicht an einem Tag fertig gespielt. Ich kann nur noch sagen, bereue schon, den GameCube gekauft zu haben. Spiele lieber meine alten Spiele auf Nintendo 64. Schade. Ich habe keine Ahnung, was dieser Kunde hat. Ich meine, Wave Race für den N64, so das gibt's doch jetzt auch für den Game. Aber das sind nur die Meinungen anderer Leute. Denn was ist meine Meinung zu Luigi's Mansion für den Nintendo GameCube? Legen wir los. Und mit diesen Sounds gibt das Spiel einfach mal in wenigen Sekunden den Ton vor, der einen durch das gesamte Spiel begleiten wird. Mich motiviert das Ganze sogar richtig, mit dem Spiel endlich loslegen zu wollen. Alter, ein Pikmin-Trailer! Was für ein Olimar in Smash! Spiel in Smash! Wer zur Hölle spielt Olimar in Smash? Okay! Ende! Hey! Donkey Kong! Man startet also das Spiel und Luigi ist auf seinem Weg zu einer Villa. Wieso? Na, weil er sie in einem Gewinnspiel gewonnen hat. Auch wenn er nie bei einem mitgemacht hat. Luigi, bist du dumm? Luigi ist wahrscheinlich die Person, die während sie sich auf ominösen Seiten im Internet rumtreibt, auf eine offensichtlich gefakte Werbeanzeige reinfallen würde. Dementsprechend schickt Luigi erstmal seinen Bruder Mario zur besagten Villa, um mit ihm das Ganze feiern zu können. Ist ja nur mitten im Wald, wo's stockfinster ist. Wundervolle Story. Große Klasse, Miyamoto. Dank dir gelten seit Luigi's Mansion Videospiel als Kunstform. Luigi kommt also an der Villa an und... Oh nein, ist ein bisschen spooky hier. Was es hier wohl geben könnte, doch nicht etwa... Doch als Luigi diesen Raum betrat, passierte etwas Unglaubliches. Es war sogar so unglaublich,
Ich weiß gar nicht, wie ich es in Worte fassen sollte. Seht einfach selbst. Es kommen Geister. Oh, ein alter Mann in einer verlassenen Villa mitten im Wald. Ich sehe da absolut nichts Seltsames und potenziell Gefährliches in dieser Situation. Luigi, lauf! Aber nein! Es handelt sich hierbei um Professor Igitz. Schöner Name übrigens. Welcher Luigi erzählt, dass diese Villa plötzlich aus dem Nirgendwo aufgetaucht sei und er jemanden mit einer roten Mütze in die Villa rennen gesehen hat, welcher Luigi ziemlich ähnlich sah. Also offensichtlich Ganondorf. Luigi begibt sich also ausgestattet mit seinem neuen Schreckweg zurück zur Villa, um seinen Bruder zu retten. Ganondorf. Dank dem neu erhaltenen Schreckweg hat er jetzt die Möglichkeit, Geister zu fangen. Der Geist so. Aber Luigi dann und nicht irgendwelche, auch diverse Gemäldegeister, die du dann durch eine sicherlich kein bisschen schmerzhafte Maschine schiebst und in Gemälde presst, damit sie in der Sammlung von Igitt landen. Und warum? Na, weil sie ein fremder alter Mann so gesagt hat. Das passt schon so. Du kannst ihm vertrauen. Hier gibt es zum Beispiel eine Oma, die mir ehrlich gesagt ziemlich Angst macht. Fucking... Was passiert hier überhaupt? Zwillingsbrüder, die Luigi dazu auffordern, mit ihm Verstecken zu spielen, ihn dann als Schummler zu bezeichnen und einfach mal dafür aller Zweiter Weltkrieg bombardieren wollen. Und einen äußerst merkwürdigen Butler. Ja, das Spiel ist vollgepackt mit solchen schrägen Gestalten. Das war tatsächlich etwas, das mir besonders in Teil 2 richtig gefehlt hat. Hä? Luigi. Oh, natürlich muss er mich irgendwie verfolgen können. Spanner. Was? Du willst, dass ich aufs Klo gehe? Ich weiß doch, was der alte Mann hier für Spielchen treibt. Oh shit, Toad steckt mit ihm unter einer Decke. Lauf, Luigi, lauf! Mit diesem Gameboy hat man Zugriff auf eine Karte der gesamten Villa, sein Inventar, Informationen zu den eingesaugten Gemäldegeistern und eine fucking Kamera. Weil, wieso nicht? Easy! Erstmal ein Bild für Insta machen gehen. Was zur Hölle ist gerade passiert? Hiermit hat man die Möglichkeit, verschiedene Objekte und auch Gemäldegeister zu scannen, wodurch man erfährt, was genau diese gerade von Luigi denken. Sieh sich einer diesen Schwabbel an. Ich hingegen bin in Topform. Ey, ich bin nicht fett. Und wenn es mal kein Geist sein sollte, dann gibt Luigi zu so gut wie allem irgendeinen Kommentar ab, der nie in irgendeiner Art und Weise hilfreich ist. Nanu, was haben wir denn da? Das würde bestimmt ein paar Moneten einbringen. Oh yeah. Luigi's Mansion ist quasi ein pures Character Development. Diese Kommentare seinerseits sind nur ein Bruchteil davon, wie sehr dieses Spiel unsere heutige Sicht auf Luigi beeinflusst hat. Die Ängstlichkeit, seine Sorge um seinen Bruder Mario und selbstverständlich das gesamte Geisterthema, das mit Luigis Charakter oft in Verbindung gebracht wird. All diese Charaktereigenschaften, die wir heutzutage mit Luigi assoziieren, stammen aus diesem kleinen Spielchen hier. Denn davor war Luigi nichts weiter als ein grüner Mario. Eine leblose Hülle, ohne jegliche Emotionen, ohne Charakter, ohne irgendwas. Wobei, das traf eher auf Donkey Kong zu. Der Game Boy Horror hat aber noch eine weitere Funktion. Das Buhu-Radar. Denn im Laufe des Spiels drückt Luigi aus Neugier einen roten Knopf und befreit somit alle Buhus, die zuvor noch gefangen waren. Okay, dann habe ich halt jetzt ein paar mehr Geister zu fangen, aber das ist doch quasi mehr Content für mich. Also ist doch ganz nett. Nein, ist es nicht. Die Buhus sind das Schlimmste am gesamten Spiel. Luigi, warum hast du es getan, du Flutschbirne? Die Buhus sind so schrecklich. Normalerweise, wenn du einen dunklen Raum betrittst, spawnen die Geister, die sich in diesem Raum befinden. Du fängst alle ein und bumm, Raum entspukt. Easy. Buhus hingegen muss man erst einmal anhand des Radars finden. Und wenn du sie dann gefunden hast und versuchst, diese einzufangen, hauen sie einfach in einen anderen Raum ab. Ja gut, dann wechselt man halt einmal den Raum. Ist zwar jetzt nervig, ja,
Aber du machst gerade daraus ein Riesenthema, Junge. Und nur weil du zu blöd für dieses Spiel bist, musst du dich jetzt nicht 10 Jahre lang über eine Kleinigkeit beschweren. Was macht Keggy in diesem Video? Was ist los mit dir? Wieso bist du hier? Was willst du von mir? Das Problem mit dieser ganzen Sache ist, die Buhus können in einen stark abgelegenen Raum abhauen, wodurch man die ganze Villa durchlaufen muss, nur um diesen einen Buhu fangen zu können. Und das wäre ja alles nicht so schlimm, bräuchtest du nicht mindestens 40 von denen. Ach ja, die Buhus haben immer einen super schlechten Namenswitz auf Lager. Kennst du Game Boy Advance? Ach, Game Boy, ne? Ich muss ein anderes Spiel spielen. Doshin the Giants? Ironischerweise ist der mit Abstand schrecklichste Boss im gesamten Spiel ein riesiger Buhu, welcher wohl einer der nervtötendsten Bosse überhaupt ist. Guckt es euch einfach an! Gott, mir wird schlecht. Ja, ich bin kein Fan von den Buhus. Ich habe sie wortwörtlich auf die Liste meiner Top 10 nervigen Gegner gepackt. Aber selbst die reichen nicht aus, damit sie mir dieses Spiel verderben können. Denn ehrlich gesagt, liebe ich Luigi's Mansion. Klar, das Spiel ist kacke kurz und ist anfangs echt gewöhnungsbedürftig, aber meine Güte, macht das Spiel Spaß. Und es hat eine großartige Ambiente. Allein die Tatsache, dass Luigi durchgehend die Titelmelodie je nach Situation nervös summt oder pfeift, dadurch wird nicht nur die Atmosphäre verstärkt, dieses Lied wird einfach mal zu einem Mega-Ohrwurm. Hilfe, das Spiel hat mir als Kind sogar mal richtig Angst gemacht, als in der Villa der Strom ausgefallen ist und die gesamte Villa vom Geister besessen waren, die Luigi einfach nur noch an den Kragen wollten. Das war natürlich mal. Jetzt bin ich immerhin groß und stark und bekomme Tränen in den Augen am Anfang von Woodbrook. Das ist eine völlig andere Sache, okay? Doch das Beste am gesamten Spiel ist definitiv das bloße Erkunden dieser riesen Villa. Ständig fragt man sich, was für eine Art von Geist sich hinter der nächsten Tür verbirgt und was das Spiel insgesamt noch so für einen bereithält. Und auch wenn die Steuerung anfangs echt gewöhnungsbedürftig wirkt, finde ich sie super, solange man die Steuerung nicht auf seitlich umstellt. Es funktioniert nicht ganz so gut. Vor allem das Einsaugen der Geister ist ziemlich klasse. Diese versuchen ja vor Luigis Schreck weg abzuhauen, also muss man den Stick in die entgegengesetzte Richtung schlagen, in die der Geist schwebt, und es ist gottgleich. Das Gefühl, wenn man einen Gemäldegeist mit 100 HP in einem Zug einfängt, ist wohl eines der befriedigsten Gefühle in Videospielen überhaupt. Wie ein geiles Brötchen, wo alle Zutaten einfach perfekt miteinander fungieren und für grandiose Momente mit jedem Bissen sorgen. Und nicht wie in Teil 2, wo man wartet und gelegentlich mal den A-Knopf drücken muss. Das ist ein Brötchen ohne irgendwas. Ein eher trockenes und enttäuschendes Erlebnis. Ach ja, Buhus einzufangen wäre dann übrigens ein leerer Teller, damit wir uns hier nicht falsch verstehen. Aber ja, was soll ich sonst noch so zu Luigi's Mansion für den Nintendo GameCube sagen? Ich bin ehrlich gesagt sehr nostalgisch zu diesem Spiel, aber ich würde dennoch jedem von euch empfehlen, dass ihr dem Spiel wenigstens einen kleinen Versuch gebt, um zu gucken, ob es euch gefällt oder nicht. Es kommt zwar dieses Jahr noch ein Remake für den 3DS raus, aber wenn man bedenkt, wie viele Funktionen dem 3DS gegenüber dem GameCube-Controller fehlen, ich weiß ja nicht. Abschließend würde ich aber sagen, dass diese Amazon-Kundenrezension meine allgemeine Meinung zu diesem Spiel eigentlich perfekt zusammenfasst. 2 Sterne, eigentlich super. Super Lieferzeit, super verpackt, aber ich habe nicht richtig hingeschaut und darum geht's bei mir nicht. Spiel, das Spiel eine US-Version ist, aber sonst alles super. Was?